Im Namen des Migros-Kulturprozent begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur vierten Jahrestagung von Innovage. Innovage fördert seit nunmehr 4 Jahren das zivilgesellschaftliche Wirken von engagierten und gut qualifizierten Pensionierten. Ich gratuliere Ihnen zur Gründung von innovage.ch und wünsche Ihnen alles, alles Gute, Ausdauer und auch viel persönliche Erfüllung in Ihrer Arbeit. Besten Dank. Diese nationale Tagung heute ist sozusagen ein Meilenstein in der Geschichte von Innovage, weil Innovage wurde vor 4 Jahren gegründet. Jetzt zum ersten Mal die Beratenden selber, also diese Innovage-Beratenden, das Zepter übernehmen und selber dieses Netzwerk, dieses Nationale auch steuern. Wir übergeben sozusagen das Zepter vom Migros-Kulturprozent zu den Beratenden, die sich jetzt unter dem Vereinsnamen innovage.ch formiert haben. Mit der Unterzeichnung erlangt Innovage jetzt auch formell Volljährigkeit. Ich freue mich riesig über Ihr Engagement. Ich wünsche Ihnen heute einen guten Aufbruch und ich wünsche Ihnen für die weitere Tätigkeit unter dem Dach von Innovage viel Erfolg, aber auch viel Freude. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Und für heute eine spannende Tagung, eine anregende Tagung, eine erfolgreiche Tagung. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und für Ihre Aufmerksamkeit. Innovage bringt eigentlich die Idee meines Mottos im Präsidialjahr auf den Punkt. Es geht darum, dass jede Generation ihre Stärken, ihre Erfahrungen, ihr Wissen, ihr Schaffen einbringen kann. Und mit Innovage wird genau das ermöglicht, dass Leute auch im fortgeschrittenen Alter, aber das will ja überhaupt nichts heißen, auch bereit sind, weiterhin ihre Erfahrungen einzubringen und dadurch eben auch andere Generationen davon profitieren lassen. Ich finde Innovage eine ausgezeichnete Idee. Es ist tatsächlich so, oder? Man kann im Alter auch noch nicht, man muss nicht die Hände nicht in den Schoß legen, sondern man kann tatsächlich noch etwas aus dem Wissen und Können, das ja zum Teil mindestens immer noch vorhanden ist, kann man ja im Interesse der Gemeinschaft einbringen und Innovage sorgt eben mit seinen Strukturen dafür. Ich denke, Innovage hat bereits schon einiges bewegt, ohne dass jetzt eben Innovage schon sehr lange besteht, aber bereits schon in den ersten paar Jahren ist doch etwas in Bewegung gekommen. Zum einen denke ich, dass Innovage gezeigt hat, dass eben ein gesellschaftlicher Beitrag geleistet werden kann von pensionierten Leuten und zum anderen zeigt doch, dass diese 150 Leute, die sich unter der Marke Innovage zusammengefunden haben, um Freiwilligenarbeit zu leisten, das zeigt doch, dass offenbar hier etwas vorhanden ist, was die Leute anspricht, die sich eben in ihrer pensionierten Zeit engagieren möchten. Also es entspricht ganz eindeutig einer Nachfrage und diese Nachfrage kann befriedigt werden. Innovage ist für mich eine reizvolle Herausforderung, weil ich nach meiner Berufstätigkeit, ich war 40 Jahre lang berufstätig, weil ich noch eine neue Herausforderung gesucht habe. Und was ich besonders schön finde an dieser Herausforderung ist, dass ich neue Welten kennenlerne, neue Menschen kennenlerne. Mir gefällt besonders neuen Gebieten im Sozialen zu arbeiten, die ich weniger gut kenne, wo ich meine Erfahrung weitergeben kann. Meine Ziele mit Innovage sind, dass die Freiwilligenarbeit in der Schweiz gefördert werden kann, gestärkt werden kann. Es ist ganz wichtig, dass wir zu einer Zeit, in der die Solidarität in der Gesellschaft abgenommen hat, diese Solidarität wieder fördern. Das können wir durch Freiwilligenarbeit, können wir das tun. Alors, le but d'Innovage, c'est d'aider des petites associations, des groupes, en apportant des compétences dans différents domaines. Et nous sommes 25 membres à Lausanne, en Suisse romande, et nous redonnons les compétences acquises en proposant des conseils à des personnes qui nous sollicitent, aussi en développant des projets. Ich finde es ganz wichtig in unserem Land, dass man eben auch Freiwilligenarbeit leistet. Und die Freiwilligenarbeit
Das hat Gottlieb Duttweiler einmal gesagt. Die Freiwilligenarbeit ist im Grunde genommen der Preis, den man für die Freiheit zahlt. Das Typische an diesem Projekt ist, dass wir versuchen, Menschen zu befähigen. Das Mikrokulturprozent will nicht eigene Projekte sozusagen unter den Deckel halten, sondern will, dass Menschen sich einsetzen, auch Verantwortung dafür nehmen, auch die Fähigkeit, Kompetenzen haben, sich einzusetzen. Und in diesem Sinne sind wir jetzt wirklich am Ziel mit diesem Projekt, dass wir sagen, es fliegt selber. Wir unterstützen es nach wie vor, wir mit Rat und Tat, auch mit Finanzen, aber es ist jetzt eine eigenständige Struktur. Also an diesem Tag wird das Buch Die andere Karriere erscheinen, ein Buch, das Bilanz zieht über 4 Jahre Innovage, sozusagen ein Geschenk an diesen neuen Verein innovage.ch. Wir haben dieses Buch produziert, weil wir die Erfahrungen, die wir während der letzten Jahre mit diesem Projekt Innovage gemacht haben, jetzt einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchten, damit sich auch andere inspirieren lassen können, wie man das machen könnte und auf was man achten müsste. Wir hatten das, die Idee, dass man eins jetzt zeigen kann, was hinter der Idee Innovage steckt, oder? Das ist eine schöne Idee, aber ein Wort vor allem. Und wir haben versucht, über Porträts zum einen und zum anderen über konkrete Projekte zu zeigen, was Innovage dann auch bedeutet, wie das gelebt wird eigentlich. Seitens der Politik ist meine große Erwartung, dass künftig dieses ehrenamtliche Engagement, dieses Engagement zugunsten des Brückenschlags zwischen den Generationen wirklich auch mehr wahrgenommen wird, mehr wertgeschätzt wird und dadurch auch mehr Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit erhält. In diesem Sinne hoffe ich, dass es ein schweizweit umfassendes Netzwerk wird mit verschiedenen Gruppen und Netzwerken in den Regionen und in den Städten. Und ich bin sicher, in 5 Jahren werden wir von heute 150, sagen wir mal, auf 300, 400 Innovationsberatende angewachsen sein.